Die Gruppenphase ist also abgeschlossen. Jetzt geht die WM richtig los ohne Deutschland. Dann ist das Interesse hier offensichtlich noch geringer, als es auch so schon war, da man ja nur verbotenerweise gucken durfte. Ja, alles politisch fragwürdig so ein bisschen und natürlich auch rund um den Fußball, was jetzt eben meiner Meinung nach, also alles ein bisschen sehr, sehr dürftig, schlecht, bedenklich. Auch eben, sagen wir mal, dass natürlich diese ganzen Schiedsrichterentscheidungen letztendlich nur noch belächelt werden. Also ich meine, wenn dann heißt, ja, ja, hier war ein Fehler vom VAR-Einsatz und hätte er gar nicht eingreifen dürfen, hier hätte er unbedingt müssen und das aber als ultimatives Urteil dann ausgesprochen wird im Nachhinein, dann kann man ja nur sagen, dann hätte das doch lieber ganz sein lassen können, weil danach erstens wurde vorher diskutiert, jetzt wird immer noch diskutiert, jetzt hat man diesen Schein der Gerechtigkeit irgendwo versucht, also ja, man versucht ihn zu wahren oder aufzubauen und das hat aber nicht geklappt, denn man kann das niemals jetzt, diese Vielzahl der auch allseits anerkannten Fehler einfach so schlucken und dann sagen, jetzt läuft alles. Also und auch nicht Korrekturen über 4 Jahre oder so haben ja nichts gebracht, nur das Gegenteil halt. Ne? 5 Minuten lang steht man dann immer da und soll warten und dann seinen Jubel wieder runterschlucken und dann irgendeinen Blödsinn anhören, der dann im Nachhinein trotzdem in Zweifel gezogen wird. Aber jetzt wird eben, sagen wir mal, das Argument vorgeschoben, ja, es liegt ja alles an Katar und FIFA und alles Blödsinn und erkaufte WM und sonst was. Und verschließt dabei die Augen doch wieder vor den ernsten Problemen eigentlich. Trotzdem schauen wir natürlich weiterhin auf Fußball. Ich finde es halt immer noch natürlich ein tolles Spiel, obwohl man sehr, sehr vieles daran verbockt hat und jetzt also eigentlich die Karre in den Sand gefahren hat oder auch gegen die Wand und sonst was alles. Aber ja, meiner Meinung nach, also mir zuhören, dann kann man alles sehr, sehr locker auch wieder in seichtes und angenehmes Fahrwasser zurückführen und dann eben auch den Fußball wirklich zu jedermanns Freude und auch Gerechtigkeitsempfinden gestalten. Aber das gehört jetzt hier nicht her. Wir schauen mal direkt hinein in die Paarung, eben jetzt Achtelfinale. Ich mache nachher noch eins, sowohl einen Rückblick von der Gruppenphase als auch, also sowohl statistisch jetzt das Toreschnitt, Unentschieden, Wahrscheinlichkeit und auch die Favoritenneigung beziehungsweise ne, wie eng die Mannschaften da beieinander waren oder wie es erwartet war. Und diese und auch eventuell auf die Titelchancen schauen wir nochmal, ne, wie es jetzt nach der Gruppenphase aussieht. Und trotzdem wollen wir jetzt nur in diese beiden Spiele halt hineinschauen, die für heute anstehen. Diese Indikationen, die hier bei mir jetzt vorgegeben sind, bei Niederlande, USA, die 2,0, die gehen eben jetzt ganz einfach darauf zurück, dass jeder, die ganze Welt hat sozusagen diese Mannschaften dreimal spielen sehen, auch wenn jetzt nicht jeder, der wettet auch alle Spiele, sagen wir mal, wie ich hier 90 Minuten guckt, na, konnte ich ja nicht alle, aber fast alle halt, ne? Und aber trotzdem bleibt natürlich dann der von den Zuschauern der überwiegende Eindruck. Und hier ist immer die Frage, wie sehr Marktvorgabe ist und wie sehr Wetterverhalten hier den Einfluss hat. Ne? Bei mir ist die Logik sehr einfach in meiner Software. Das ist eben die Grundeinstellung, verändere ich nicht, also die verändern sich automatisch durch die Ergebnisse. Aber die Erfahrung lehrt, und das habe ich eben schon 1990 festgestellt, als ich das angefangen habe, dass man eben nicht zu schnell reagieren sollte. Das ist also oftmals ist ein optischer Eindruck da, der einem dann sehr schnell sagt, ja, die können es ja nicht und die sind richtig gut oder so. Und da ist eben die Langfristigkeit doch der bessere Ratgeber. Das heißt also, dass man dass also oftmals die Leute, die Spiele sehen und die aber auch gut sind oder das sind viele Marktteilnehmer, die auch Ahnung haben oder so, aber dass dann eher doch diese Neigung ist, so ein bisschen zu sehr
nach einem kurzfristigen Eindruck zu schauen. Und dass sich aber meine Strategie bewährt, ist auch ein sehr langfristiger Prozess. Wir wissen alle, wie eng es ist in jedem Spiel. Und hier wurde Elfmeter, VAR und dann zurückgenommen und da blieb er stehen und dann war der gehalten oder da war er drin. Und auch viele Torschüsse von Serbien, Pfosten und Abpraller kommt dem Torwart in die Arme anstatt da. Also da ist ständig ein einziges Tor, was den ganzen Unterschied machen kann. Und da müssen wir halt wissen, dass diese Volatilität, diese Beweglichkeit, in der dass plötzlich ein Tor fällt und alles verändert, dass die aber auch in den Quoten im Prinzip abgebildet ist. Das heißt also, es gibt zwar einen klaren Favoriten immer noch, Niederlande beispielsweise jetzt, aber wie sehr sich das realisiert, das ist ja jetzt sozusagen laut Markt 50% oder weniger und bei mir sind es eben immer noch 55% auf den Sieg nach 90 Minuten. Und das ist der ganze Unterschied, ob es nun 50 oder weniger oder 55 sind, darüber streiten wir jetzt. Aber diese 55% sind ja niemals so, dass man sagt, ja, das machen die Niederlande. Also nach 90 Minuten müssen es ja gar nicht, haben ja 120 Minuten Zeit. Aber das bildet ja ab, dass es praktisch, selbst wenn sie besser sind, noch lange nicht gewonnen. Da kann so viel passieren. Natürlich können wir auch sagen, ja, vielleicht spielt ja die USA auch wieder so gut oder Niederlande wieder so ein bisschen dürftig. Wobei eben dann oftmals auch das Phänomen greift, dass sie in der Vorrunde vielleicht eben sagen, ja, wir kommen schon irgendwie durch, gegen Senegal ging so und dann waren ja doch die Tore und zweites Spiel war man unter Druck sogar gegen Ecuador und sagte, ja, ein Unentschieden reicht ja und drittes Spiel war ja wieder ganz okay, aber natürlich auch keine dolle Leistung. Aber dass man jetzt eben trotzdem sagt, ja, Achtelfinale war ja nun die Pflichtübung und jetzt können wir wirklich zeigen, was wir drauf haben. Und natürlich würde ich darauf jetzt trotzdem am meisten setzen, dass ich ihm sage, naja, warte doch mal, da ist doch das Potenzial vorhanden. Wir kennen doch die Spieler, wir haben sie gesehen, wir wissen auch Marktwerte und so, aber USA hat durchaus gut gespielt. Und wie gesagt, diese widerstreitenden Einstufungen sozusagen, sind sie wirklich nicht so gut oder ist USA wirklich so gut oder so, die bildet sich ja jetzt eben auch nur in dieser leichten Verschiebung ab. Es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich die Leute sagen würden, ja, USA ist doch die bessere Mannschaft. Also so sehr kippt es dann eben auch nicht. So, und von daher aber, das, ob ich das jetzt full-heartedly, also aus voller Überzeugung hier, empfehlen soll oder ne, jetzt sozusagen hier ja, mich exponiere auch mit solchen Tipps. Ich denke mal, dass ich natürlich, mein Grundprinzip ist ja das, dass ich euch mit dieser Software versorgen möchte und natürlich möglichst diese, also dass ihr das selber dann, auch jetzt diese Reaktionen oder so, da ist ja ein Update-Faktor, den man auch verstellen kann, wie er dann halt schneller oder langsamer reagiert, aber auch, dass man einfach dieses Einstellen selber so allmählich lernt und dann eben sagt, nee, sind die denn wirklich so gut, wie, wenn ich es im Verhältnis setze, auch zu wem auch immer, jetzt Belgien, hat man jetzt schon drüber gesprochen, aber wenn man jetzt eben gegenüber Deutschland, Spanien, was auch immer, ne, dass man sagt, nee, also so haben sie mir auch nicht gefallen, bisschen abgestuft und schon passt das alles, ne? Oder eben USA ein bisschen hoch. Und dass man eben dann selber diese Verantwortung auch übernimmt, aber dass eben alle Sachen da gleichzeitig mitberechnet werden, eben auch nachher natürlich Langzeitwerten und so weiter. Und dass es dann eben richtig praktisch diese eigene, das eigene Quotengefüge wird, was man sich da aufbaut und seine Expertise damit einbringt. Und wenn man Abweichungen hat, eben auch die selbst vertreten muss und dass man eben weiß, worauf es basiert. Hier ist alles erklärt, aber dann muss man sich eben anschließen dem Gedanken oder sich entfernen von dem Gedanken. Also warum der Markt hier mehr hat, haben wir erklärt, warum meine Software immer noch etwas weniger hat, aber das sind ja eben nur meine Einstellungen. Aber wie gesagt, meine Lebenserfahrung oder meine Wetterfahrung auch mit dieser Software ist dann oftmals, dass man eben doch eher auf diese Langfristigkeit setzen sollte. Aber beim kurzen Turnier, da ist wirklich, also da sollte man wirklich Spiel für Spiel sich da make up your mind und dann entscheide dich. Ne? Bei Argentinien, Australien ist es nun für mich ein ganz bisschen verwunderlich, wobei eben dieses dritte Spiel von Argentinien, wo ich eben sagen würde, wir haben diese drei Top-Nationen, die sich jetzt dann eben doch herausgestellt haben, Brasilien, Frankreich, Argentinien, und da stand Argentinien nicht zurück, dass wir eben sagen müssen, nee, also weder hat da Spanien, noch hat da England, noch sowieso nicht Niederlande, Deutschland ist ja schon raus, Belgien, wen habe ich jetzt nicht genannt, Portugal, dass die eben doch nicht ganz auf dem Niveau sind. Ne?
Und ja, diesen Eindruck hat eben Argentinien gemacht. Aber das war eben auch bloß in dem einen Spiel, was sie dann eben auch nur knapp gewonnen haben. Naja, 2-0 gegen Mexiko und danach weiß ich schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es halt sehr beeindruckend, natürlich die Leistung. Also das hat mich auch. Und natürlich ein Messi in Hochform, der dann auch ein bisschen, also noch mehr Unterstützung erfährt. Eben aufgrund dieser Tatsache, dass man sagt, Mensch, dem Messi, auch im Studio war es denn so, aber die stellen sich dann immer so ein bisschen hinter die Gewinner, also jetzt beim ARD, ZDF. Aber ja, dem gönnt man das irgendwie. Also, dass das sogar hier in der Quote abgebildet ist, dass man sagt, der Fußballer muss doch den einen ganz großen Titel noch holen, so ungefähr. Ne? Und Copa America haben sie ja auch geholt, gegen Brasilien sogar, habe ich gesehen, aber in Zusammenfassung, aber da haben sie, glaube ich, sogar glatt gewonnen. Aber Fakt ist, dass eben der natürlich nicht als ganz großer Wettbewerb gilt und dass man dann doch sagt, vorm Karriereende und Maradona hat den gewonnen und Messi noch nicht. So ungefähr, ob das da in der Quote drin steckt, kann schon sein. Aber der Eindruck war ja auch bei mir überragend natürlich. Also Messi und ganz Argentinien richtig gut. Und Australien eben hat ja das 1:4 gegen Frankreich, das hat vielleicht mehr Aufmerksamkeit, also erregt, also dass sie da beobachtet wurden, weil er in Frankreich gespielt hat, und dass man dann sagte, nee, nee, also das ist doch zweite Kategorie, was ja auch bei mir so ist. Und trotzdem fand ich das Spiel ja nicht so schlecht von ihrer Seite. Da hat eben Frankreich halt diesen Stempel aufgedrückt und eben den Eindruck hinterlassen, dass eben da bei denen richtig alles zusammenpasst. Ne? Also Frankreich hat ja zwar das dritte Spiel verloren, aber hat eben natürlich auch den Top-Eindruck. Brasilien hat ja auch verloren, das dritte. Und würde ich trotzdem sagen, war ein tolles Spiel. Ich habe ja die Zusammenfassung erst nach meinem Kurzvideo bei TikTok gesehen, wo ich sagen würde, hey, was haben die denn da abgebrannt? Und es war ja auch nach X-Goals, war es ja auch 0,49 zu 2, sonst was. Und bei mir aber auch in den Statistiken. Also das war halt nur Pech, wobei eben trotzdem natürlich ein bisschen B-Mannschaft gespielt hat. Fakt ist aber, dass die also nicht den Eindruck verwischen konnten. Auch das Spiel Frankreich gegen Tunesien 0:1 konnte das nicht verwischen, weil ja nachher, als Mbappé und Griezmann eingewechselt wurden und wer war noch im Mittelfeld, auf jeden Fall dann ja sie nochmal ein Feuerwerk abgebrannt haben. Und wo man dann sagte, na warte mal, wenn die wieder auf dem Platz stehen, ne? Dann geht es wieder richtig los. So, kommen wir morgen zu. Aber hier in Australien hat danach aber zweimal Tunesien und Dänemark eben mit einem Tor besiegt. Auch wenn man eben sagen würde, ja, war ja ein bisschen glücklich, würde ich ja auch sowieso, ist ja jeder Sieg ist ein bisschen glücklich, aber hier waren sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Aber sie werden eben doch aufgrund des eher Frankreich-Spiels, wo man sagt, na siehst du, Argentinien, Frankreich, putzen sie auch mit 4 Toren so ungefähr. Ne? Also weiß ich nicht, ob das dann nochmal den Kurs zusätzlich drückt. Das war ja Argentinien, ist ja wie Frankreich und 4:1 haben wir ja noch in Erinnerung. So, wie gesagt, jetzt habe ich sehr viel darum herum geredet. Also hier wäre es nicht ganz so nachvollziehbar, warum der Kurs so gedrückt ist, beziehungsweise würde ich sagen, geht auf diese Leidenschaft für Messi und auch dieses dritte Spiel zurück, dass der Kurs eben etwas zu sehr gedrückt ist. Ob es zu sehr ist, werden wir heute Abend sehen, aber wir werden es nicht allein am Ausgang des Spiels sehen, sondern da müssen wir auch die Spielverhältnisse sehen. Wenn ich eben Costa Rica gegen Deutschland getippt habe, wo es ja noch viel kleiner war, die Chance, also noch mal halb so groß war, dass Costa Rica was holt und dann nach 71 Minuten die Mannschaft führt, dann würde ich sagen, selbst wenn sie 4:2 nachher verlieren und dann Deutschland hat dann alles rausgeholt, dann siehst du ja, dann fliegen sie noch weg. Nein, dann würde ich sagen, das war gut genug dann. Und so ähnlich könnte es natürlich hier auch verlaufen, wo man dann im Nachhinein urteilen muss, hey, Australien war aber gut genug, auch wenn es nachher noch gegen sie ausging. So, und insofern ist hier also X2 dann die Empfehlung, zumal eben, wie ich es ja auch bei den Niederlanden sagte, da haben wir 120 Minuten. Das ist ja im Notfall, gilt es auch für Argentinien gegen Australien. Und ich erinnere mich an das Spiel Italien gegen Australien, wo Australien ja, also 2006, ne, war es in Deutschland, da wo eben 1:0 meiner Meinung nach auch der Torschütze gegen Deutschland, Grossi, oder war es so ungefähr. Aber wo es 1:0 und wo es eben eigentlich im Nachhinein auch hätte man gesagt, Mensch, Australien war doch full value, also hätten eher sogar gewinnen können. Also ein bisschen glücklich für Italien. Und also hier haben wir nochmal so ein ähnliches Spiel eigentlich, ne? Top-Favorit und Italien wurde ja Weltmeister. Wie bin ich jetzt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wer wurde denn? Deutschland ist auf jeden Fall ausgeschieden. Italien, Frankreich, sieht da einen Kopfschuss, Elfmeterschießen. Ich weiß es nicht mehr. Italien.
Na gut, also wenn ich sowas erzähle, dann lacht mich ruhig aus. Aber viele Sachen sind da schon hängen geblieben. Ich weiß auch noch, wo ich es geguckt habe. Also von daher, auf der Autobahn bin ich mit den Kindern nach Kroatien gefahren. Egal. So, Argentinien. Also jetzt haben wir die beiden. Also eins, da einen Favoriten, der nicht überzeugt hat. Dagegen einen Favoriten, der aber eigentlich auch nicht überzeugt hat. Aber naja, so eng ist es halt beieinander. Jetzt habe ich eben mal, damit es ein bisschen mehr Spaß macht, die Torerwartung mit ausgegeben hier, weil eben ja auch ich natürlich danach gefragt wurde, kann das denn Software? Natürlich kann ich das. Es ist eben, jetzt wird noch nicht berechnet. Wer sich also jetzt registriert, sieht eben noch nicht diese Werte, dass ich hier diese Umrechnungstabelle anbieten kann, auch dass man eben praktisch, wenn man die Torsumme kennt, dass man das dann in faire Quoten umrechnen kann. Das will ich alles gerne machen. Meine Homepage müsste bald jetzt auch kommen. Wir sind ja hier ein Team, es baut sich auf bin ich ja absolut auch zuversichtlich, dass es diesmal also in Harmonie und auch, sagen wir dann, ein ruhigerer, aber systematischer, sehr vernünftiger Aufbau wird, ne? Gegenüber dem so bisschen Schnellschuss damals Betmaster, sage ich ja kaum noch das Wort. So, und trotzdem habe ich jetzt hier mal mit ausgegeben, damit man eben sieht, es ist ja mit drin, obwohl ich jetzt mit den Goal-Line-Bets, also so ein ganz bisschen nicht auf Kriegsfuß stehe, aber wo ich so ein bisschen sage, ja, wer das macht, der koppelt sich ein bisschen ab von dem von den fußballerischen Inhalten. Ne? Das ist halt das, was ich immer so sage. Alle wollen natürlich gerne Tore sehen und hier gerade in Europa und so. Und dass man eben sagt, das macht mir richtig Spaß, eigentlich auch auf Tore zu wetten, wo man dann sagen kann, hey, da habe ich immer was zu jubeln, wenn man ein Tor fällt. Aber dann ist man eben auch ja nicht mehr ganz so an das Spielgeschehen oder dass man sagt, ja, ist ja jetzt egal, ob die oder die das Tor schießen. Das ist eben, also so, wenn man Over hat, ne? Und das meine ich halt so ein bisschen, wo ich skeptisch bin, aber da es eine vollwertige Größe ist am Markt und auch für mich jetzt die letzten 20 Jahre eigentlich auch eine zentralen Bedeutung hat, also was ich ja immer statistisch untersuche und eben permanent da eigentlich am Ball bin und das immer mit ausgewertet und genutzt wird und so, warum sollte man es nicht wetten können? Also sind bloß so ein ganz bisschen, wenn man die Spiele guckt, man dann ein bisschen anders, ne? Das meine ich nur. Aber so, wie gesagt, jetzt haben wir eben hier, da habe ich das mal ausgegeben, den Durchschnittsmarktpreis und Betty, was eben da rauskommt. Und da sieht man eben, dass es in allen Fällen sozusagen eine volle Übereinstimmung gibt. Also 2,61 habe ich fair und 2,4 kriegt man, also kann man es nicht wetten, over. Und 1,62 auf Under, 1,58 bekommt man. Ihr seht hier die fairen Quoten, die sind dann eben immer, Kehrwertsumme ist 100%. Und hier ist es nicht ganz 100%, weil ja beides drunter liegt. Aber das ist eben der Market Value, den man, also der Margin, Market Margin, den man eben sozusagen overcome, den man besiegen muss. Also, wenn man genauer rechnet, dann muss man eben die paar Prozente da aufholen, ne? Wenn es eben eine Indikation gibt, dann kann man es ja trotzdem spielen. Hier haben wir halt keine Indikation. So, und bei Argentinien und Australien sieht es genauso aus. Also warum der Markt hier so ein bisschen verklemmt ist. Ich meine, jetzt habe ich ja wieder bei Oddsportal, wenn man da halt bei asiatischen Anbietern oder so guckt, dann wird man schon ein bisschen mehr bekommen oder man wird hier auch sowieso ein bisschen mehr bekommen, auch hier, denn das ist der Average. Aber es ist eben nicht nah, also nicht, ja, es ist nah dran beim Under, in beiden Fällen so ein bisschen näher dran am Under, aber ich erhebe ja auch keinen Absolutheitsanspruch, dass hier alles richtig berechnet ist. Also das heißt, wie soll ich sagen, also meine Torerwartung, könnte man sagen, ja, passt doch alles mit dem Markt zusammen, dann kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, ich wette nicht, weil eben alles richtig berechnet ist. Oder also könnte man jetzt trotzdem noch irgendwo Korrekturen vornehmen. Ich habe ja die Torerwartungsanalyse, habe ich einmal im Twitch-Stream gemacht, wo wir das durchgeguckt haben. Das will ich ja später auch noch im Video machen. Die Zeit ist knapp, wir haben viele Sachen zu besprechen. So, jetzt bin ich aber erstmal durch mit dem. Also ruhig Daumen wieder und Likes, also Kommentare machen wir gerne. Schaut bei Twitch rein, habe ich jetzt wieder gestreamt, versuche ich später auch. Alles sehr knapp zeitlich. Und bei TikTok halt auch vorbeischauen. Da findet er mich auch als Wettoper. Und dann habt ihr das kompakter hier ein bisschen, ne? So, danke euch vielmals. Ciao, viel Erfolg. Wir sehen uns. Tschüss.